kein normales Holz mehr. Blöd. Ja, dann nehmen wir hier halt so. 4 sind 7. Ist egal. Dann werden wir die halt nochmal zerklüpfen hier. So, nein. Erstmal ein Kistchen. Den in der Mitte, da und da und da. Und dann haben wir unseren vierten Hopper. Jetzt muss ich mal gucken. Mal gucken hier. Genau. Das war nämlich hier ein bisschen blöde. So. Dann kommt da die Doppelchest hin. Da kommt ein Hopper. Da kommt ein Hopper. Ja, 2 Stück haben wir noch. Alles richtig, alles gut. Okay. So, jetzt im Vorbeigehen an der anderen Kiste hier draußen holen wir uns hier nochmal diese Steinziegelstufen. Und dann setzen wir hier hinten. Hier einen Hopper. Upsa. Da einen Hopper. So, hier muss das Design ein bisschen abgewandelt werden. Ach, wir brauchen hier gar keine Steinziegelstufen. Doch. Ich glaube doch. Jetzt habe ich davon natürlich keinen Screenshot gemacht, oder? Nee. Schade. Oder habe ich das offen gelassen hier? Wasser kommt da, geht bis da. Dann müsste er ja, kann er ja eigentlich nur noch da reinfallen. Dann lassen wir das so. Und dann sollte das passen. So, und dann brauchen wir jetzt nur noch, genau, eine Steinziegelstufe dahin. Und dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Zaun. Zaun sollte eigentlich in der Nether-Truhe drinnen sein. Jawohl, hier haben wir den Zaun doch. So. Jetzt weiß ich gar nicht, hatte ich in der letzten Folge eigentlich außerhalb die kosmetischen Änderungen gemacht? Da muss ich jetzt nämlich gerade mal gucken, weil denn sonst fügen wir das jetzt nämlich gleich mal kurz mit ein. Ich bin jetzt nicht 100% sicher. Nein, haben wir nicht. Verdammt, jetzt habe ich natürlich keinen Bruchstein in der Tasche. Gut, dann flitzen wir nochmal kurz zurück. Zwischendurch nochmal einen Happen reinschieben. Von der rohen Kartoffel, auch gut. Habe ich meine Baked Potatoes schön oder gebackenen Kartoffeln schön da reingepackt. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zu 99% habe ich das gemacht. Habe ich meine Nahrung da hier schön reingepackt, in die andere Kiste natürlich. Und habe dann natürlich die normalen Kartoffeln in der Tasche gehabt. Schön, dass mir das nicht aufgefallen ist. Habe ich gar nicht, da sind sie doch. Gott, ist der Tribolo blind. So. Wie sieht das wettertechnisch aus? Ah, passt. Na, Wetter nicht. Ne, hier, Tageszeit. Und so. So, mir ist beim letzten Mal, ist mir hier nämlich was aufgefallen, als ich hier mal um das Grundstück gelaufen bin. Und da habe ich gesagt, nee, Alter, das geht ja hier gar nicht. Das muss geändert werden. Denn das gefällt mir so nicht. So, das sieht doch gleich dann ein bisschen attraktiver aus. Wenn auch nicht viel, aber ein wenig. So, Dalle. Und ich muss sagen, so langsam habe ich mich an Faithful gewöhnt. Gewohnt, gewöhnt, gemacht, getan. Naja. Ich bin mal gespannt, irgendwann soll ja auch nochmal das RET 2.0 oder nächste Version, wie auch immer, soll dann ja irgendwann davon starten. Wäre dann, glaube ich, 3 oder 7 oder ich habe noch keine Ahnung. Das wird ja bald starten und da bin ich mal gespannt, ob wir uns noch auf ein Texturenpaket einigen. Bei Specs habe ich gesagt, nein. Ja, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist, bei Specs werde ich mich weigern und dagegen sträube ich mich und so weiter und so fort. Gut, das haben wir soweit. Jetzt müssen wir nochmal schnell dafür sorgen, dass der Aufgang ein wenig schicker wird. Und dafür brauchen wir noch was. Und das kriegen wir von hier hinten. Und ich hätte gleich jede Menge Zeugs mitnehmen können, dass wir hier hätten einlagern können. Zaun da wieder rein. Ja,
die ist es. Die Kiste ist richtig. So. Hier lang. Okay, und dann hier hinten hin. So. Jetzt werden wir, da wir ja halt für die Ernte immer in den Keller müssen, werden wir hier halt noch ein klein wenig verändern. Ich wusste gar nicht, dass das ein ganzer Block ist. Pass mal auf, wir machen, fangen damit erstmal so an. Dass wir uns erstmal einfach nur runtergraben. Und ich habe mir überlegt, also beim letzten Mal schon, da hatte ich hier halt auch wieder so ein bisschen rumgeprobt und so. Wir machen das diesmal ein klein wenig anders. Also nicht mit Treppen, sondern mit Halbstufen. Weil ich glaube, mit Halbstufen haben wir schon lange keinen Aufgang gebaut. Entweder haben wir schon lange keinen damit mehr gebaut oder noch nie. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube fast, wir haben noch nie einen Eingang mit Halbstufen gebaut. So, und damit das ein bisschen auch nach was aussieht, werden wir hier auch gleich diese Steine benutzen. So. Da kommt der, da kommt... Ach, jetzt habe ich natürlich die Dings wieder nicht ausgewählt. Aber jetzt. So, hier kommt wieder eine Halbstufe raus. Rauf. Hier kommt ein ganzer und, was sagen, sollen wir sagen? Verdammt. Tja, ich möchte aber gerade Linien haben. Also, machen wir folgendes. Gehen hier einfach mal... Das war jetzt einer zu viel. So. So. Tülüt. Ja, wie jetzt? So. Ja. Und dann hier. Einfach so. Sehr egal. Kann ja da schon nach unten gehen. Und dann werden wir das Ganze hier einfach mit Halbstufen so ein bisschen verschönern. So. Sind wir nach vorne gegangen? Zwei. Dann gehen wir auch zwei in jede Seite. Beziehungsweise können wir nicht, weil der hier muss natürlich frei bleiben. Nein, muss er gar nicht. Können wir auch so machen. Ah, ich bin gefangen. Einmal Redstone und dann so und so. Yo! Da haben wir hier halt so eine Art kleinen Aufgang mit direkt davor im Loch. Das ist dann halt so. Ich meine, wir könnten natürlich fast die ganze Leitung versenken. Hier hinten. Und könnten alles mit Halbstufen in diesem Bereich hier abdecken. Nur dann müssten wir auch diese Leitung hier verschwinden lassen. Na, so, dass wir dann halt, dass das halt alles ein bisschen schicker dann nachher aussieht. So, dass wir dann hier ein bisschen schicker an die Kisten rankommen. Natürlich könnten wir die auch symmetrisch machen und so weiter. Aber wie gesagt, ich will da noch eine Art Lagersystem und so weiter, will ich da noch mit einbauen, einbinden, wie auch immer. Aber nicht jetzt. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Bis hier hinten. Huch, und dann so. Habe ich jetzt noch Bruchstein? Habe ich noch. Genau. So soll das. Und dann machen wir hier einfach wieder alles so ein bisschen schicko. So. Very good. Ups. Jetzt müssten wir nur noch hier das Ganze etwas anpassen. Oh, lass mich mal... Nee. Einen mindestens noch, denke ich mal. Zwei, drei... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 6 und 6. 1, 2, 3, 4, 5. Den noch raus. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, passt. So, dann wieder ein paar Fackeln an die Wand. Wieder auf jedem zweiten. So, dann passt es soweit. Jo.
Das gefällt dem Trivolo ganz gut soweit. Naja, fast.